Herzlich willkommen zur 6. Etappe vom Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs gewesen mit den Weisen und heute wollen wir doch mal reinschauen in diese Reisegruppe mit so ganz unterschiedlichen Typen. Unterschiedlichen Typen und einen, den schauen wir uns mal näher an. So einer, der in der Bibel gar nicht erwähnt ist, aber der mit dabei war. Von Anfang an war er dabei. Angesprochen wurde er und man kannte sich schon längere Zeit. Man hat vielleicht dies und das schon miteinander erlebt, über Gott und die Welt geredet. Und jetzt der Stern, dieses Himmelszeichen, diese Vision, heller als alles andere, aber auch ungewohnt. Da ist er neugierig geworden. Hast du das auch gesehen? Hast du das auch gesehen? Heute sagt man im Business-Jargon vielleicht mal, da sollten wir mal genauer hinschauen. Und wenn so ein Gespräch beginnt, da sollten wir mal genauer hinschauen, da kommt, bin ich mir ganz sicher, irgendetwas in Bewegung. Und irgendwann wollten sie damals oder konnten sie damals nicht einfach nur ruhig sitzen bleiben und abwarten und jammern über die schlimme Zeit oder abwarten und schimpfen über die Situation in der Welt und dabei ganz viel Energie verbraten, aber noch keinen Schritt vorangekommen zu sein. Ja, oder über die Welt zu klagen, die immer schlimmer wird. Oder die Jugend, die immer schlimmer wird. Aber diese Reisegruppe, sie wurde sozusagen von ihrem Stuhl heruntergerissen und in Bewegung gesetzt. Ja, gut, dass dieser Reisegruppe mit ihrer Neugier und Begeisterung, dass sie nicht alleine waren, dass sie ihre Begeisterung mit anderen geteilt haben und dass sie es auch mit dem Mann geteilt haben, der so ganz unauffällig ist und der das beobachtet hat, was sich da für Typen auf den Weg gemacht haben, angezogen von diesem Leuchten, von dem aufgehenden Morgenstern, von dem, was kommen soll, was kommt, was kommen wird, was uns entgegenkommt. Und naja, in der Reisegruppe, da gab es welche, die waren sofort Feuer und Flamme, da brauchte man gar nicht viel sagen. Die Initiativtypen. Und dann gab es die Zögerlichen, die es etwas genauer nehmen, die es auch etwas präziser haben wollen, die nicht sofort auf jeden Zug aufspringen wollen. Ja, auch sie haben ihre Zeit gebraucht, um ihre Widerstände, vielleicht ihre Bequemlichkeit zu überwinden, aber um sich Gedanken zu machen, ja, wollen wir das, diesen Weg gehen? Und dann gab es vielleicht noch diejenigen, die Dampf gemacht haben, die schon ein bisschen erwartungsfrohen Druck auf dem Kessel haben und so die ganzen Reiselokomotive, den Reisezug in Bewegung gesetzt haben. Ja, und dann gab es vielleicht auch den einen oder anderen Strategen, der sich genau überlegt hat, wie könnte diese Reise erfolgreich verlaufen? Was braucht es dafür? Welche Hindernisse könnten sich uns in den Weg stellen? Was könnte schiefgehen? Und die Strategen, die überlegen sich das alles genau, damit möglichst der Zufall, ja, wenn nicht ausgeschlossen, aber dass man doch drauf gut vorbereitet ist. Ja, da gibt es also die Strategen und vielleicht auch die Spieler, die sagen, ja, ich bin hier in diesem Spiel des Lebens und ich schau mal, wie es sich entwickelt. Und wenn es nicht ganz genauso kommt, wie wir es uns vorstellen, naja, dann neues Spiel, neues Glück. Und dann sind da noch in der Reisegruppe Menschen dabei, die sich Sorgen machen, die aber auch vorsorgen, die vielleicht das Reisegepäck so gepackt haben, dass alle gut durchkommen, vielleicht mit auch ein paar Nüssen, mit süßen oder haltbaren Lebensmitteln. Ja, damit die Reisegruppe eben auch mal gemeinsam durch eine Schwächezeit gut hindurchkommt. Und dann sind da natürlich noch die mit dem Fernrohr, die nach vorne schauen, die das Ziel im Auge haben und behalten, die auch dadurch Orientierung geben.
und die auch immer mal wieder fragen, wozu machen wir das, die sind gut verbunden mit dem, was heilt, was stärkt, mit dem Auftrag. Nicht aus Abenteuerlust sind sie da gemeinsam unterwegs, sondern weil sie ihre Augen angeheftet haben an diesen Stern, an das Reich Gottes, das schon heute mitten unter uns aufleuchtet. Gemeinsam sind wir unterwegs mit ganz unterschiedlichen Typen, verbunden im Heiligen Geist als eine göttliche Familie in dieser Welt für diese Welt. Und ich bin mir sicher, auf diese Reise, da kommen bestimmt auch andere dazu und lassen sich mitnehmen, mit auf den Weg nehmen, anstecken von diesen Weisen, von den Vorsorgenden, von den Spielern, von denen, die Freude haben am Reich Gottes, die Freude haben in Jesus Christus. Himmlische Freude, angeleuchtet und angestrahlt werden, so wie gestern zu sehen, ein bisschen lustig, im Blues Brothers Filmausschnitt. So, ich bin gespannt, wer alles noch mit auf unsere Reise dazustößt, wer auch vielleicht beim Dorfcafé noch alles mit dazustoßen wird, als Helfer, Helferin oder als Gast. Eine fröhliche Adventszeit.